Herr Schmidt, Sie haben, das muss ich ja den Ausführungen von Frau Alonso entnehmen, auch geschrieben. Wo fühlen sich denn die deutschen Veranstalter in Anführungsstrichen durch die heutige Regulationsform benachteiligt? Naja, ich glaube nicht, dass das alleine ein Spezifikum der deutschen Veranstalter ist. Frau Alonso hat ja auch skizziert, dass die Antworten zwar vielschichtig sind, aber ich glaube, wenn man das sortiert durchgeht, dann wird man feststellen, dass sich trotz der Vielschichtigkeit Tendenzen abzeigen lassen. Das Hauptproblem ist, und das ist ja auch ganz schön, das Hauptproblem ist, dass wir eine Situation haben, die, da kann ich Herrn Brautmeier nur zustimmen, sich jedenfalls im Rechtsrahmen kaum noch wiederfindet. Wir neigen inzwischen dazu, das einfach zu überspringen. Ich gucke die ganze Zeit hier auf diesen Aufsteller, da steht drauf Reichweiteninhalte Regulierer und darunter ist die Überschrift, wie finanziert sich der konvergente Rundfunk? Juristisch gesehen ist das ein Paradoxon. Es gibt keinen konvergenten Rundfunk. Also juristisch gesehen gibt es Rundfunk und der ist eben nicht konvergent, sondern divergent. So sieht es die Medienordnung vor, weil sich der Rundfunk alleine am Kriterium der Linearität festhält. Und das ist momentan sozusagen der Ansatz, an dem die gesamte Medienordnung hängt. Und das führt natürlich zu nichts, jedenfalls perspektivisch, weil das die Realität nicht mehr abbildet. Wenn man eins konkreter werden will, und vielleicht darf ich mir das erlauben, soweit ich das einschätze, was an Stellungnahmen bei der Europäischen Kommission eingegangen ist, ich glaube, man muss bei der Frage, was stört, ein bisschen abschichten. Wir haben zunächst mal den Umstand, dass wir als lineares Medium, Rundfunk, eine intensivere Regulierung erfahren als die nonlinearen Medien. Und das macht bei relativ vielen Themen keinen Sinn. Also warum Werbevorschriften jetzt bei einem linearen Medium anders sind als bei einem nonlinearen, ist kaum noch vermittelbar. Auch weil die Nutzungsformen sozusagen immer weiter ineinander aufgehen. Daraus leitet sich dann die Frage ab, bedeutet das, dass man deregulieren muss oder bedeutet das, dass man sozusagen die anderen hochreguliert? Das Hochregulieren kann aus unserer Sicht als Wirtschaftsunternehmen natürlich nie eine Lösung sein, sondern ich glaube, man muss schon dazu übergehen, dass man die Regulierung daraufhin überprüft, wo die Regulierungen möglich sind. Und da wird es jetzt ein bisschen kompliziert, da müssen wir, glaube ich, zwei Felder unterscheiden. Es gibt ein Feld, das von der Regulierung erfasst, bei dem die Regulierung vor allen Dingen Themen erfasst, bei dem es um den Schutz extrem wichtiger Rechtsgüter geht. Also, klassisches Beispiel ist Jugendschutz, meinetwegen Meinungsvielfalt, Schutz der Menschenwürde. Das sind Dinge, bei denen ich glaube, da geht es nicht so sehr um eine Deregulierung, sondern da muss man gucken, findet man eine angemessene Form, das auf Medien insgesamt anzuwenden. Und der zweite Bereich ist, ich möchte das mal so nennen, wünschenswert. Ja, das sind also Dinge, die gesellschaftspolitisch gewollt sind, die man gerne in den Medien wiederfände. Und das sind Bereiche, wo ich sagen muss, da werden wir einen anderen Mechanismus finden müssen, als wir ihn im Moment haben. Das heißt also, Grundbotschaft ist, wir müssen uns schon das Regulierungssystem daraufhin anschauen, ob die eigentlichen Regulierungsziele, denn Regulierung ist ja kein Selbstzweck, ob die eigentlichen Regulierungsziele noch bestehen. Und wenn wir das in Einzelfällen bejahen, müssen wir gucken, lassen die sich tatsächlich noch sektoral erreichen oder muss ich das dann tatsächlich konvergent denken, um es mal total einfach zu machen.